Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir diesen wunderschönen Brunnen mit Herzmotiv. Ich finde ihn sehr schön. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr es gerne liken und wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Aber ich würde sagen, wir legen sofort los. So, für unseren Herzchenbrunnen brauchen wir Steinziegel, Steinziegeltreppen, Steinziegelstufen, Redstone-Lampe, Glowstone, Tageslichtsensor, Seerosenblätter und Wassereimer. Als erstes nehmen wir die Steinziegel und gucken, wo ist exakt die Mitte des Brunnen, den wir haben wollen. Wenn wir dann sagen, hey, hier ist die Mitte, dann machen wir da zwei Blöcke hin und daneben auch nochmal zwei Blöcke. So, dann nehmen wir die Steinziegeltreppe, machen so nach links eine oben drauf und dann eine an die Seite. So, dass das immer im Wechsel nach oben geht. Nochmal. Und nochmal. Also dreimal. So, jetzt haben wir nämlich hier vorne 1, 2, 3 Treppen und hier unten auch 1, 2, 3 Treppen. Okay. Dann kommen hier 1, 2 Blöcke drauf. Nehmen wieder unsere Steinziegeltreppe und machen die hier oben so dran. Und dann machen wir nochmal eine Treppe gedreht. Also, dass wir so eine U-Form bekommen. Daran machen wir nochmal eine normale Treppe und dann lassen wir das erstmal. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Also wieder Treppe drauf, Treppe dran. Treppe drauf, Treppe dran. Treppe drauf und Treppe dran. Zwei Blöcke. Dann wieder so rum und nochmal andersrum. Ey, so. Genau. Dann so. Und jetzt haben wir ansatzweise ein Herz. Hier in der Mitte haben wir jetzt zwei Blöcke in der Mitte und dann machen wir nochmal so. Und unser Herzchen steht. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Lampen und den Brunnen selber. Als erstes nehmen wir für die Lampen wieder unsere Treppen hier an diesen Blockenden. Da machen wir so eine Treppe. Und dann wieder so gedreht, wie wir das eben auch hatten. Also so in U-Form. Hier machen wir das auch nochmal. Und hier nochmal. So, jetzt haben wir das dreimal. Nach rechts, nach links, hier nach hinten raus. Nur nach vorne geht es ja um die Herzform. Okay, dann gehen wir hier rüber. Machen dasselbe hier auch nochmal. Das kommt ja auf beide Seiten. So, und so, können wir hier die Enden mal abhacken. So sieht das Ganze jetzt aus. Und da kommen Redstone-Lampen an die Enden. So, mit Tageslichtsensoren darauf. Dann kann man die nämlich so einstellen, dass es tagsüber aus ist und nachts angeht. Es sieht sehr schön aus. Jetzt nehmen wir Steinziegeltreppen und machen um jede dieser Redstone-Lampen eine U-Form, aber an dem Sensor hier. Also wir fangen hier an, gehen so rüber und jetzt haben wir eine U-Form. Und dasselbe machen wir jetzt so hier auch nochmal und so hier auch nochmal. Für alle, die sich fragen, wie kann ich denn an einem Tageslichtsensor bauen, ich drücke den immer nur um. Shift gedrückt halten bzw. crouchen, also dass man so... Okay, dann geht das Ganze. So, hier nochmal eine U-Form. Und hier nochmal eine U-Form. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Und hier drüben machen wir das auch nochmal. Das geht ja ganz fix. So, so, so. Und hier... Und hier drüben nochmal. Und jetzt hier nochmal. So, jetzt haben wir überall diese U-Form drumherum. Jetzt nehmen wir Steinziegelstufen und können hier die Lücke entweder einfach komplett schließen. Oder man lässt in der Mitte zwei weg. Also so. Es gibt die Möglichkeit oder die Möglichkeit. Müsst ihr euch entscheiden. Ich persönlich mag die hier lieber. Weil von unten sieht das einfach noch so ein bisschen abgetrennter aus. Und das macht das so ein bisschen
naja, ein bisschen dynamischer. Okay, jetzt kommen wir zum Brunnen. Das ist ja nur unser Motiv in der Mitte. Für den Brunnen nehmen wir jetzt Glowstone. Lassen hier, also wir müssen mal gucken, ne? Der Brunnen geht ja, oder das Motiv geht ja längs nach links und rechts, wenn wir so drauf gucken. Deswegen lassen wir hier 1, 2, 3 frei und machen einen Glowstone. Und hier lassen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei und machen einen Glowstone. Unser Brunnen soll natürlich unten auch im Prinzip so längst sein, wie das Motiv da drinne. Ansonsten würde das irgendwie merkwürdig aussehen. Hier auch wieder 1, 2, 3 frei und Glowstone. Und hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei, Glowstone. Und jetzt können wir den Kasten einfach schnell verbinden. So. Hier nochmal. So. Und hier nochmal. So. Jetzt nehmen wir unsere Stufen und machen die genau da drum herum. So. Und hier nochmal lang. Und hier nochmal lang. Was soll das? So. Und hier nochmal lang. Wunderbar. Und das Ganze nochmal hier oben drauf. Das gibt nämlich so eine richtig schöne Umrandung, aber mit Beleuchtung. Der Glowstone an sich ist eher unschön, aber wenn wir den so abklemmen, dass wir nur so ein Stück sehen, dann ist das vollkommen okay. Sieht sehr schön aus. Und man hat das Ganze auch nachts noch wunderbar beleuchtet. Egal, ob jetzt die Lampen oben an sind oder nicht. Jetzt kommt Wasser hier rein. Na klar, es ist ein Brunnen. Letzten Endes muss da auch irgendwann Wasser rein. So. Wunderbar. Jetzt machen wir den Boden noch einen tiefer. Ihr seht, das Glowstone wird immer dunkel, sobald ich hier Erde wegmache. Das ist aber ein Bug vom Shader, also von dieser Lichtmod hier. Ein Shader verändert ja die Licht- und Schattenverhältnisse, deswegen sieht das Wasser auch so echt aus. Aber ein bisschen buggy ist er schon. So, und hier nochmal. Jetzt noch Seerosenblätter drauf. Zack, 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 zack. Zack und fertig. Ganz einfach, aber wunderschön. Ich hoffe, dir hat dieser Brunnen mit Herzmotiv gefallen. Wenn ja, dann kannst du das Video gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt es nur vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft, wie baut man was? Dann ohne Brunnen mit Herzmotiv, aber mit was anderem. Tschö mit Herzmotiv.